Guten Morgen, ihr Champions, und willkommen zurück zu Need for Speed Most Wanted 2005. Wir sind einige Tipps reingekommen, auf die ich hoffentlich alle eingehen kann. Ich weiß nicht, es waren echt viele. Da aber an der Stelle erstmal ganz großes Lob an euch. Ihr habt mir Tipps gegeben, ohne mich zu spoilern. Das muss man lobenswert erwähnen, weil, naja, das habe ich auch schon anders erlebt. Beziehungsweise das hätte ich auch anders erleben können. Auf jeden Fall, die größte Änderung wird wohl sein, dass ich mit Automatik fahre, weil ihr alle gesagt habt, mit manuell kannst du knicken, brauchst du gar nicht versuchen. Deswegen machen wir weiter. Und ja, außerdem wurde mir gesagt, dass ich wohl nicht immer zu den Events fahren sollte, weil sonst dauert das ewig lange. Deswegen gucken wir mal, dass wir hier jetzt Kopfgeld holen. Hier ist die Höhle der Löwen. Falls du Ärger suchst, ständig kommt Cops aus der Station und fahren wir rein. Da würde ich sagen, da sehe ich mich. Die Jungs von der Blacklist stufen andere Fahrer nach ihrem Kopfgeld ein. Je mehr die Cops dich jagen, desto besser ist dein Ruf. Und desto schneller steigst du in der Blacklist auf. Verfolgungsmeilensteine sind der schnellste Weg, dein Kopfgeld zu erhöhen. Aber lass dich nicht erwischen. Erarbeite dir genug Kopfgeld, werde berüchtigt und vielleicht bist du schon bald Most Wanted. Denn das will doch jeder sein, oder? Jeder will, dass jeder verfickter Kopf an deinem Arsch hängt. Grüß Gott. Nähere mich einem Fahrzeug mit erhöhter Geschwindigkeit. Stand by, ich versuche es zu stoppen. So. Zentrale, Verdächtiger ist geflohen. Gehe auf 1087. Ich bin geflohen? Aha. Der Typ hält nicht an. Schickt uns Verstärkung her. Jetzt bin ich neu. So, wir machen mal. Also 20.000 Kopfgeld brauche ich. Warte mal, 3 Meilensteine, was sind denn? Stimmt, das wurde mir noch gesagt, es gibt hier so Tuning, ne? Ich könnte Aerodynamik tunen, aber das macht bisher noch wenig Sinn. Ja, nee, warte mal. Wie komme ich denn zu den Meilensteinen? Okay, das verstehe ich nicht, aber muss ich auch nicht. Na gut. Guten Tag. Ja, 500 Kopfgeld. Ein bisschen was habe ich ja schon. Ich weiß gerade nur nicht, ob das addiert wird oder ob ich jetzt 20.000 in dieser Verfolgung brauche. Das weiß ich gerade nicht. Ich würde aber mal schätzen, es wird addiert. Jetzt verfolge ich dich, Kollege. Ja, wie gefällt dir das? Gefällt dir gut, oder? Wenn du verfolgt wirst. Yeah. Sie haben Sichtkontakt verloren, das ist richtig. Oh, jetzt habe ich da noch einen. Ey, komm mal her. Wobei, den darf ich nicht schrotten. Den darf ich nicht schrotten, weil sonst ist er vorbei. Okay, jetzt ist hinter mir einer, jetzt darf ich auch reinhalten. Schön. Also, theoretisch. Über den Campus, okay. Also, da bin ich. Ja, in dem Fall. Macht natürlich Sinn. Komm mal her. Komm mal her. Ich mach dich fertig, Alter. Oh ja. Einfach mal drauf springen. So. Ja, warte mal. Das ist jetzt doof. Kommt ihr bitte? Wo sind denn. Wo sind denn die Cops? Ich entkomme. Ich sehe nicht mal einen Cop. Also. Ah, hinter mir. Okay, sehr gut. Das war jetzt eigentlich nicht der Plan, da dicht zu machen. An alle, der Verdächtige wurde zuletzt gesehen in westlicher Richtung. Ja, in westlicher Richtung. Auf. Ja, danke schön. Der Typ hat sich gerade gehalten. Der Notfallort. Leiten 1087 ein. Können
So, ich hatte irgendwas um die 17.000 vorher. Jetzt lass mich kurz rechnen. Ja, ich weiß gerade nicht aus dem Kopf. Wie gesagt, ich gucke einfach mal, ob es saniert wird. Wenn nicht, dann habe ich ein Problem. Aber 20.000 in einer Verfolgung zu kriegen, ist schon nicht ohne. Jetzt komm doch mal. Ja, ja. Da biege ich ab, leck mich. Heilige Scheiße, hat er schnell gewendet. Also, das hat er gut gemacht. Ja, komm, ich flüchte jetzt einfach mal. Genau, ich flüchte jetzt einfach mal und dann sehe ich ja, ob das addiert wird oder nicht. Ich hoffe einfach mal ja. So, Kopfgeld 2000. Warum sind das jetzt 2000? Ich hatte doch mehr. Ah ja, sehr gut. So, weiter. Ja. Sehr schön. Hey Mann, dieser Sonny sucht ein Rennen. Er ist neu auf der Blacklist. Das ist also deine Chance. Versau es nicht. Habe ich nicht vor. Vorher jedoch werde ich zu einer Tuning-Werkstatt fahren. Das macht, denke ich, Sinn. Genau. Warte. Kann ich da irgendwie komplett rein oder muss ich... Ah ja, mit der Maus kann ich markieren. Tuning-Shop, der hier ist näher. So. Genau, fahren wir zum Tuning-Shop. Und dann sehen wir ja, was wir so machen können an unserer schönen Chevy Cobalt. Mir wurde auch gesagt, genau, mit der Taste B komme ich direkt zur Blacklist. Heißt, da werde ich dann auch gleich direkt das Rennen starten können. Guten Tag, ich bin da. Leistung. So, motortechnisch. Motor habe ich ja schon eingebaut, oder? Jawohl. So, Getriebe. Getriebe, ich kann ein Race-Getriebe einbauen. Ja, macht das Sinn? 4.800 Kosten, das ist nicht wenig. Das ist wirklich nicht wenig, aber ich glaube, das muss ich fast schon machen. Fahrwerk geht nicht. Okay, der Rest wird vermutlich alles nicht gehen. Geht Nitro nicht. Das funktioniert alles nicht. Gut, dann baue ich das Getriebe ein. Und dann werde ich mal hier eben gucken, weil mir wurde gesagt, nee, nicht hier, sondern bei den Spoilern beispielsweise kann ich auf der 2, ah ja, genau, guck mal, da unten kann ich jetzt nämlich, wenn ich da mit der Maus hinkomme, hallo, meine Maus ist weg, ist ja auch schön, genau, hier komme ich nämlich zu den Tuner-Spoilern, Sport-Carbon, und da würde ich vermuten, gibt es auch noch Tuner-Carbon, genau. So, wir haben aber schon den schönen Spoiler, deswegen lasse ich das einfach mal so sein. Motorhaube habe ich ja auch schon, genau. Gibt es hier auch eine Unterteilung? Nee. Scheint wohl nur bei den Spoilern zu sein. Genau. Dann, ich weiß nicht, baue ich Bodykit dran? Also das finde ich halt nicht schön, muss ich sagen. Das ist halt auf die Fresse, aber finde ich auch nicht geil, muss ich ehrlich gestehen. Den Rest habe ich noch nicht frei. Okay, dann lassen wir das mal so stehen. Und dann machen wir das Rennen gegen Sonny. Herausfordern. Gegnerherausforderung. Rundkurs und Rundkurs. Okay, also zwei Rennen. Da sehe ich mich doch. Das Blöde ist, es wurde mir auch gesagt, dass ich ja blöderweise über die Cutscenes jetzt drüber rede, aber da läuft Musik, die ich nicht toll finde, deswegen habe ich da leider keine andere Chance, als da drüber zu reden. Das tut mir wirklich leid. Ich möchte nicht, aber ich muss im Prinzip quasi, sonst kriege ich Probleme. Probleme, die ich nicht haben möchte. Im Prinzip habe ich einen komplett getunten Wagen. Also eigentlich kann hier nichts schief gehen. Eigentlich. Praktisch könnte Sonny das anders sehen. Aber der fährt ja nur Golf. Also, was soll da passieren? Zwei Runden auf diesem Kurs.
Wir machen uns mal ein wenig bereit. Okay, funktioniert nicht. Alter, ist der schnell. Ja, und dann steig auf die Bremse, Kollege. So haben wir das gern. Okay, also der hat wohl gute Beschleunigung, aber eine scheiß Kurvenlage. Und Topspeed scheint er auch nicht so krass zu haben. Der ist okay. Der ist okay. Kann auch potenziell Gummiband sein, weil ich glaube, das ist noch so ein Spiel, welches Gummiband hat. Ja, guck mal, da kommen wir durch. Das ist eine schöne Abkürzung. Holy shit. Ich wusste nicht, dass da in der Mitte was steht, deswegen war er gerade knapp, aber haben wir gemacht. Sind wir durch. Eieiei. Alles gut, die Kurve habe ich gekriegt, jawoll. Manchmal nimmt man die Kurven auf Umwegen. So. Eieiei, aua. Aber ja, was zeigt mir dieses Spiel? Dass Need for Speed World definitiv auf Most Wanted basiert hat. Sowohl von der Map als auch von der Grafik, Schadensmodell der Autos. Das ist alles definitiv Most Wanted. Aber, also halt das in Anführungszeichen Schadensmodell, ne? So die Kratzer halt an der Seite. Sowie auch die Scheiben, die kaputt sind. Das ist alles sehr, sehr ähnlich bei diesen beiden Spielen. Das Rennen ist tatsächlich nicht so leicht. Also der Typ lässt sich nicht so abschütteln wie die anderen bei den Rennen davor. Was ich prinzipiell nicht schlecht finde. Ich hoffe aber einfach, dass es nicht so ist, dass die Rennen halt quasi ja so ein One in a Million Ding sind. Also du gewinnst halt einmal von 10 Versuchen. Sowas finde ich nie geil bei keinem Spiel, aber bisher bin ich ja noch in Führung. Deswegen mal schauen, wie lange das so bleibt und ob ich mit meiner Vermutung richtig liege oder falsch. Und in diesem Fall hoffe ich einfach, dass ich falsch liege. Meine ich oft, kann ich euch garantieren. So, ich komm rum. Ja, doch, das sollte ein Sieg sein. What the fuck? Wie hat der denn angeschossen? Der war 150 Meter hinter mir. Okay. Ich nehme alles, was ich zum Thema das Spiel hat kein Gummiband gesagt habe, zurück. So, eine haben wir noch. Alter Schwede. So, komm her. So, Entschuldigung für den kurzen Cut. Weiter geht's. Ich bin jetzt mal gespannt, ob ich gegen den wirklich jetzt hier auch noch eine Chance habe. Ich konnte halt an Teilen wirklich nicht mehr einbauen. Was ja schon mal so ein bisschen problematisch ist. Scheiße, die Abkürzung kenne ich eigentlich aus Need for Speed World. Fuck! Oh. Und er kriegt jetzt halt auch den Exit deutlich besser. Ja, der nimmt viel mehr Schwung mit dadurch. Ja, die hätte ich kennen müssen. Die hätte ich tatsächlich kennen müssen. 2 Sekunden, ne? Ja, doch, also das Spiel hat auf jeden Fall ein Gummiband. Da ist er. Die sogenannte Abkürzung. So. Aua. Egal. Kurve gekriegt. Fast erfolgreich. So, da ist sie. Oh yeah. Yeah. So.
So, jetzt also. Jetzt hat er wieder seinen Speedschub. Das ist leider nicht geil, weil auf der Autobahn ist Gummiband, wenn ich vorne bin, verheerend. Nicht sehr geil. Oh Gott. Aber ich glaube, ich sollte dennoch genug Vorsprung haben, dass er mir nicht gefährlich wird. Und da haben wir den Sieg gegen die Nummer 15 auf der Blacklist. Und ich hätte vielleicht den Timer auch wieder weiterlaufen lassen sollen. Egal. Easy. Abserviert. Geil. Abserviert. Du kannst jetzt aus zwei Symbolen von Sony wählen. Okay, warte mal. Einzigartige Optik-Upgrades. Für dieses Symbol gibt es verschiedene Dinge wie Spezialarmaturen bis hin zu einzigartigen Menüs. Interessiert mich ein Scheiß. Einzigartige Teile-Upgrades. Für dieses Symbol bekommst du zum Beispiel Karosserie-Kits, Dachspoiler, Motorhaube und Spoiler-Upgrades. Und Leistungs-Upgrade. Ja, das klingt doch nicht schlecht. Bremsen? Okay. Und was haben wir hier? Zu diesen Symbolen zählen Geldboni, Entlassungsscheine für den Knast, extra Verwarnungsgutscheine, Freigabegutschein und der Fahrzeugschein des gegnerischen Wagens, den du geschlagen hast. Das sind halt einzigartige Teile. Ich weiß nicht, ob die für den Wagen sind jetzt, den ich fahre. Das ist so das Problem. Sonst ich habe kein Interesse an seinem Wagen. Komm, ich nehme das hier einfach mal. Einzigartiges Felgen-Upgrade. Gutschein für den Tuning-Shop-Hinterzimmer über ein einzigartiges Felgen-Upgrade für einen deiner Wagen. Okay, also universell. Nächster Gegner. Vince Killick. Taz. Okay. Kriegen wir hin. Dieser Spinner zieht die Bullen magisch an. Die Blacklist nennt ihn nur Taz. Er hasst die Cops und die Cops hassen ihn. Halt dich besser von ihm fern. Er treibt sich auf den Straßen von Rosewood herum und sucht nach Anfängern. Er fährt einen Lexus IS 300. Das ist ja interessant. Guck mal, den Sony haben wir schon. Das sieht nicht gut aus für euch. Das sieht nicht gut aus. Und die Nummer 14, wo war es auch noch? Oh Gott, deswegen ist das hässlich. Alter, geh dich vergraben. Er kann, Alter. Ja, mach das weg. Also jetzt nicht das Auto an sich, sondern halt wie er es aufgebaut hat. Nachdem du Sony geschlagen hast, sind die Shops in der Stadt mehr als bereit, dir mit Teilen und Upgrades für deinen Wagen zu helfen. Es gibt auch neue Wagen zu kaufen, wenn du Interesse daran hast. Überlege dir gut, wie du dich entscheidest, denn Geld ist nicht immer leicht zu verdienen. Mach dir einen Plan, welche Wagen du willst und welche Upgrades du brauchst. Du wirst nicht alles kaufen können. Okay. Und geh nicht davon aus, dass du mit einem Serienwagen eine Chance hast. Ja, das dachte ich mir ehrlich gesagt schon. Haben wir noch irgendwas? Ich habe noch Test stellt Bedingungen. Ja, dachte ich mir. Test hat mir gerade eine Liste der Rennen und Meilensteine geschickt, die du gewinnen musst, damit du seine Position der Blacklist fahren kannst. Test ist kein Anfänger, du wirst also beweisen müssen, dass du für ihn bereit bist, indem du Rennen gewinnst, die Meilensteine erreichst und mehr Kopfgeld von der Polizei einfährst. Okay. Machen wir. Kriegen wir hin. Ja, guck mal, ich steh sogar hier an einem Shop direkt. Das ist doch einwandfrei. So, Teile. Genau, Felgen. Felgen. Ich habe ja jetzt hier irgendwo einzigartige Felgen. Wo sehe ich die denn? Kann mir das einer verraten? Nee. Werden die mir angezeigt? Ich weiß es nicht. Also, ich habe keine Ahnung. Da kann mir gerne mal einer von euch schreiben. Motorhaube habe ich neue freigeschalten. Nee, da weiß ich ja. Die sind alle nicht so geil, kann man sagen. Ja, die Speed kann man theoretisch machen, wenn man unbedingt will. Aber nee, das lassen wir mal also stehen. Ich möchte tatsächlich eher zu den Leistungsteilen, weil die Bremsen, die ich freigeschalten habe, die würde ich gerne einbauen. Also,
Ich hab mir Bremsen. Hä? Das verstehe ich nicht. Hä? Bin ich doof? Ich hab mir doch Bremsen gerade. Hinzufügen Einkaufsliste. Mehr steht hier nicht. Ich. Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Oder steht hier vielleicht irgendwas? Hinterzimmer, um Gottes Willen. Ich entschuldige mich. Ich entschuldige mich vielmals. Felgen habe ich freigeschalten. Ja gut, weiß ich ja immer noch nicht, welche das sind. Ach Gott. Ja, komm. Gib mir... Nein. Gib mir meine Bremse. Welche haben wir denn? Junkman. Geil. Spezialbremsscheiben und Beläge. Ja, die bauen wir doch ein, würde ich sagen. Also... Die bauen wir ein. Ja, danke schön. Da haben wir doch irgendwas an der Leistung. Was wir machen können. Wir können jetzt ein Nitro einbauen. Das ist natürlich nicht schlecht. Aber wir können... Nee, können wir nicht. Oder können wir... Ja, okay, Nitro können wir jetzt machen. Lohnt sich das? Ich weiß es nicht. Ich will... Ja, komm. Wir hauen einfach mal rein. Wir hauen einfach mal das Nitro rein. Genauso würde ich auch mal gucken, ob wir Kompressor machen können. Nö, können wir nicht. Da müssen wir die Nummer 14 erst besiegen. Dann funktioniert das soweit. Das passt. So. Blacklist. Rennsiege 4, Meilensteine 3 und Kopfgeld. Ja, 50.000. Okay. Was haben wir denn für Meilensteine? Erziele in einer einzigen Verfolgung ein Kopfgeld von 1.000. Danach musst du der Verfolgung entkommen. Sachschaden in Höhe von 15.000 und hänge die Cops ab. Begehe während einer Verfolgung 3 Verstöße. Flüchte danach. Lass dich mit mindestens 145 km/h blitzen. Oder 150 km/h. Okay, okay. Interessant, aber wir fahren erstmal ein Rennen. 4 Rennen muss ich gewinnen. Wir fahren erstmal das hier. Komm, warum nicht? So, grüß Gott, Freunde. Ich bin krass. Ich kann den Frontantrieb treffen. Ja, das kann nicht jeder. Nitro! Yeah. Ja, der Booster hat ein bisschen mehr Leistung, würde ich spontan vermuten. Zumindest sofern es die V8-Version ist, aber ich glaube nicht, dass Need for Speed die V6-Version ins Spiel gebracht hat. Oder EA besser gesagt. Das ist ja noch ein EA-Spiel, ne? Das ist nicht... Das müsste, soweit ich weiß, EA Kanada gewesen sein, oder? Weiß ich nicht. Ich schaue es nach der Folge direkt nach, also müsst ihr mir nicht schreiben. So. Auf die Autobahn. Oder der Highway, besser gesagt. Eine Autobahn ist ja was anderes. Und was ich cool finde an der Automatik hier ist, ich kann, wenn ich möchte, manuell trotzdem noch schalten. Das finde ich nicht schlecht. Ist auf jeden Fall wünschenswert für solche Spiele. Und ich glaube ja tatsächlich, das Gummiband wird nur in den Blacklist-Rennen. Ansonsten tut es das wohl nicht. Jawohl, haben wir. Versuch mal mit dem Frontantrieb so einen Drift zu ziehen. Das machst du nicht. Kriegst du nicht hin. Aber es ist ein Need for Speed, es ist ein Arcade-Game. Da ist mir das scheißegal. Das macht das Spiel nicht schlechter, auf keinen Fall. Also klingt sarkastisch, aber das meine ich ernst. Weil es gibt echt Leute, die sagen, das ist unrealistisch, das ist scheiße. Aber warum spielen wir denn Videospiele? Das ist einfach so die Frage, die man sich stellen muss. Spielen wir Videospiele, damit wir das echte Leben widerspiegeln? Ich vermute nicht. Dafür gibt es die Simulatoren. Da kannst du dich beschweren, wenn was nicht realistisch ist. Aber nicht bei sowas. Das ist wie wenn ich sage, Iron Man ist unrealistisch. Wobei, ja, Elon Musk ist da... Dem würde ich da zutrauen. Vor dem habe ich auch Angst.
weiß nicht, der Typ hat so einen Blick drauf, der will uns alle umbringen. Und lacht dabei noch. Jetzt bist du der Joker. Nein, wir fahren drei Runden. Ich wollte gerade eben aufstehen und mir eben Licht anmachen. Ich weiß nicht, vielleicht hat man gehört, wie ich meinen Schreibtischstuhl zurückgedreht habe, zurückgeholt ein bisschen. Na gut, habe ich ja gerade noch richtig gemerkt. So. Also bisher liegen wir ganz gut vorn. Das ist auch eine Strecke, wo wir meine Bremsen jetzt relativ wenig bringen. Weil, naja, viel bremsen musste hier nicht. Aber vielleicht gibt es da ja auch ein paar andere Strecken, dann bei denen die da doch nützlicher sein werden. Ich meine, geil wäre natürlich so ein Kompressor oder so gewesen. Für die... Also halt, dass ich wirklich mehr Leistung habe. Weil ich glaube, am Handling mangelt es bei dem Wagen nicht. Es ist wirklich Leistung, die fehlt. Und da kann ich ja aber nichts machen. Das ist so ein Problem. Da muss ich ja dann erst die Nummer 14 besiegen. Also ich hoffe einfach mal, dass der Lexus nicht so krass viel Leistung hat, dass ich da nicht wirklich hinterherkomme. Aber ja, das funktioniert schon. Bestimmt. Ich glaube an mich. Hoffe ich. So. Yo, hier ist Rock. Fahr zu einem Shop, wenn du Teile brauchst oder einen neuen Wagen willst. Die wissen, dass du ein Freund von mir bist. Geht also alles klar. Check mal deine Karte. Check mal deine Karte. Haben wir jetzt einen neuen Shop freigeschalten? Wäre interessant. Nee, scheinbar nicht. Aber ich möchte dennoch zum Autohändler noch ganz kurz zum Ende der Folge, weil ich wissen will, was wir freigeschalten haben. The Ladies and Gentlemen 2005. Schön, ey. Ach, das ist halt das Alter von dem Spiel, da kann man nichts sagen. Ist prinzipiell ja nichts Schlechtes. Wie gesagt, ich bin der Letzte, der sagt, das Spiel ist scheiße, weil es alt ist, um Gottes Willen. Wo kommen wir da denn hin? Nur ihr müsst halt verstehen, dass ich das Spiel 2019 spiele und nicht 2005. Das erste Mal. Deswegen finde ich die Cutscenes halt auch so ein bisschen... belächelbar, sagen wir mal. So kann man es, glaube ich, ganz gut stehen lassen. So, guten Tag. Wie geht's Ihnen? Lexus. Kostet 27.000, habe ich nicht so ganz. Fiat Punto, ja, Cobalt habe ich ja schon. Golf und das sind jetzt die neuen. Audi TT. Ja, nee. Audi A3, ja, nee. Den Rest habe ich schon wieder nicht frei. Also die beiden Audis hier, ey. Was will ich denn mit denen? Nee. So nicht. Ich glaube, ich kaufe mir so alle 5 Blacklist-Mitglieder oder so einen neuen Wagen. Keine Ahnung. Irgendwie so. Ich lasse mir was einfallen. Ich will halt jetzt nicht auch dauerhaft nur die Koppel fahren. Aber trotzdem würde ich sagen, wir haben heute wenig geschafft, aber dafür doch einen ganz guten Meilenstein erreicht. Wir sind aufgestiegen auf die Blacklist Nummer 15. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Servus.